Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. So sieht's aus. So, wir machen weiter. Und zwar... Hier, Aufträge. Wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Besorgte Mutter spricht mit Nettie vor dem Wahrsagerklassenraum. Also die hier, denke ich mal, werden wichtig, ne? Treffeneffekt. Sprich mit Poppy. Nachdem wir einen Drachen aus dem Fängen... Das ist... Wir verfolgen das mal. Wie gesagt, mit der Story sind wir ja durch, erfolgreich. Da, das hier, ne? Nehmen wir das. Wie gesagt, Story ist durch. Bereiten wir uns quasi nur noch auf die Prüfung vor. Randaliert ihr? Schön, dass Sie hier sind. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Nee, ich war leider noch nicht. Hier drüben. Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Okay, also es war wieder nur so eine Zwischensequenz. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Der ist doch tot, oder nicht? Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Brottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Na, aber sicher doch. Dann machen wir das. So. Dann schauen wir, wo wir hin müssen. Weltkarte. Und da haben wir Zucker. Ja. Eine Flamme. Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? In diese Richtung. Oder?
Sack da hinten irgendwo. Ich sehe aber leider keine Markierung. So. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das mag sein, ja. Kurzer Prozess. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Ganz kurzer Prozess gemacht, ne? Wo führt uns das hin? Wir laufen in die falsche Richtung. Das scheint dann eine andere Mission zu sein. Naja gut, konnten wir wenigstens die zwei Typen ausschalten. Läuft. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Einfach mal das Gebäude ignoriert. Ja, warum nicht, ne? Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von Ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin.
Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Warum sollen wir das sammeln, wenn wir das gerade abgegeben haben? Widersprüchlich, ne? Ach ja. Ich habe bei Craycroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Wo waren noch mal meine Fallen? Imperium! Das muss mal abracadabra. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Ausprobieren. Holy shit. Holy shit. Yeah, I love it. So, ab in die Höhle. Ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Vielleicht finde ich... Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Hier gibt es noch mehr. Die sind dann wohl für uns. Okay. Interessant. Und rutsch runter. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Imperium! Da hier unten niemand weiter ist. Warten wir einfach. Koloss weniger. Wir machen mal kurz einen Prozess, ne? Das klingt aber irgendwie nach Spinnen oder so. So, so, so. So, so, so. Hier? Eichhörnchen? Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Drei. Das müssen Sironas Briefe sein. Vier. Ich sollte diese... Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Ging am Ende schneller als erwartet. So. Wir gucken nach. So, was haben wir hier hin? Und dann gehen wir mal hier rein. Dass wir das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für Schmetterlingen. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert,
Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Fassregal haben wir drauf freigeschaltet. Ja, und wieder ein Stück weiter hoch. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Weil wir gut sind. Weil wir halt gut sind, ne? Mal so eine Eule hätte ich gern. Sehr gut. Wir gucken mal nach, wie es weitergeht.